Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Witcher 3. So, ich hatte jetzt ein paar Tage eine Aufnahmepause. Das heißt, ich muss mal kurz gucken, wo und was und wie wir gerade machen. Finde die süße Nette in der Krüppel, Kati. Das hört sich an. Werden wir machen. Das ist dann wohl hier. Also in diese Richtung. Kleines Schildchen. So, wir müssen da gerade. So, jetzt leicht links. Hallo. So, rechts rum und da sind wir schon. So, da geht's rein, okay. Hops. Abgeschlossen. Können wir mal ein bisschen hier aufräumen. Da liegt so viel Zeug rum. Das können wir ja nicht einfach so liegen lassen. Da, oh, was war da? Ein Plakat, okay. So, irgendwie müssen wir da rein. Da geht's wahrscheinlich rein. Oder? Jawohl. So, here I am. Die süße Nettie. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Oh, ich muss leider doch stören. Soll ich nur dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben? Nee. Aber so, wo geht's jetzt darauf? Ah, hier. Oh, ach so. Aber in eurem Zustand müsst ihr euch erstmal gegenseitig aufgeilen. Oh. Hallo, Hure. So, jetzt muss man mal schauen. Die ist da rechts drin. Geh mal weg da. Absolut. So, da. Hier soll die sein, oder was? Kann man vielleicht ein bisschen klauen. Die wird wahrscheinlich einen Stock höher sein. Ich klaue schon wirklich alles im Moment. Oh, hallo. Oh, was? Der wird noch einen Stock höher sein. Also gehen wir rauf. So, zack, boom, bang. Und hier irgendwo müsste drin sein. Jawohl, da sind wir. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich. Wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Ich glaube, der braucht einfach so... Versuch's doch, Arschloch. Genau, versuch's, den hauen wir jetzt die Fresse Bankart ein. Schlechte Idee. So, du Scheiße, was glaubst du, was du hier machst, du Pissnelke? Na, 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 danke für den Feuerhaken. Dann befreien wir mal die süße Nettie. Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst... Oh, die hat aber ordentlich abgekriegt. Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuerhals. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Und tschüss. So, dem Bastard haben wir es gezeigt, weil das geht natürlich gar nicht. So ein Arsch. So ein Arsch, der Typ. Kann man hier abräumen? Ist da irgendwer, der uns zusieht? Nee. Mal ein bisschen hier abräumen. Ups. Das wollte ich nicht. So. Wo geht's denn hier raus? Da. Hammer's. So. Du würdest echt irre aussehen. Auf mir drauf. Ich würde dir... Oh, sexy, sexy. So, dann hauen wir mal ab hier. Hauptsache, sie bezahlt. Wie sieht's jetzt aus mit dem Quest? Sprich mit Ritterspuren über Brasilias Zustand. Okay. Dann müssen wir dahin. Das ist schon ein Stückchen. So, wow, fast ins Wasser rein.
Hallo Pferd. Alles klar? Was ist das denn? Was denn? Scheiß dich doch nicht an. Ist doch nur eine magische Falle. So, dann gehen wir mal rauf hier und runter. Ui! Ein bisschen rumspringen hier. Kostet zwar ein bisschen Leben, war aber lustig. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keinen. So, rein. Durch den Tunnel, über die Brücke. Ja, du bist auch verdächtig, du. Mann, vom Hurensohn, gibt's die Typen immer noch? Den Typ haben wir da umgelegt, Leute. Also, dass die Leute immer noch für eine Leiche praktisch arbeiten, weil der Typ ist ja tot, ne? So, lauf, Geralt, lauf. Jump, jump, jump. So, was ist hier wieder? Das macht ihr euch wichtig? Sollen wir eine Runde boxen, ja? Ich bin Geralt von Riva. Gehen wir eine Runde boxen? Keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Wer organisiert diese Kämpfe? Solche Turniere finden seit Ewigkeiten in Skellige, Velen und Novigrad statt. Jede Region hat einen eigenen Meister. Der von Novigrad ist der Schneider. Besiege Mortimer und du darfst den Meister herausfordern. Okay, machen wir halt schnell mit. Riskieren wir es ein bisschen. Entweder gewinnen wir, Leute, oder wir verlieren. Bin bereit. Fangen wir an. Kämpft! So, du Scheißer, komm her. Zaubern darf ich wahrscheinlich wieder nicht. Sofort! Hey, Daniel! Oh, oh! Aua! Au! Schwein! Au! Hey, ich hab doch ausgewichen. Was soll denn die Scheiße, Leute? Ich weich aus und er weicht nicht aus. Das ist ein Witz. Wieso weicht er nicht aus, wenn ich Alt drücke? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Das ist so eine scheiß Steuerung hier. Ich drücke Alt und trotzdem werde ich getroffen. Alt ist fucking Schritt zurück, Leute. Sowas nervt echt. Kannst du überspringen, den Schwachsinn hier. Ah, so ein Schwachsinn einer Steuerung. Das ist echt ärgerlich. Das ist mir schon ein paar Mal passiert bei solchen Kämpfen. Jedes Mal, wenn du in Deckung gehst, ja, trifft dich diese Arschgeige. Das kapiere ich einfach nicht. So. Da können wir dem Hurensohn was verkaufen. Komm her. Hallo. Kreditei. Hallo, willst du was verpfänden? Ja, ja, will ich. Aber zuerst ziehe ich dich mal ordentlich ab hier. Wie wäre es mit einer... Ich muss sagen, das geht mir am Arsch, so eine scheiß Drecksteuerung, Leute. Weil, wenn du Alt drückst, ist das Ausweichen und er macht's zwar, aber es hat keinen Effekt. Sowas ist eine Frechheit, ehrlich gesagt. Das nervt gewaltig, sowas. Hallo, ich will die Karte wechseln. Was ist denn mit der scheiß Steuerung heute los? Gib mal am Sack sowas, ey. Ey, sowas geht mir am Sack, wenn die Steuerung nicht funzt, Leute. Sowas ist ein Witz. So, was machen wir? Ich bräuchte... Geh mal den da ab. Jo! Eine Finte, mit sowas können wir arbeiten. So, jetzt schauen wir, was der da oben hat. Spielt da so einen hässlichen aus. Verdoppelte Stärke deiner Nahkampfeinheiten. Okay, der hat dieses künstliche Horn sozusagen. Das ist natürlich schlecht, aber mir wurscht. Zur Not schenke ich ihm die erste Runde. Und wir holen uns so sau viele Karten. Der passt. Okay. Ja, wenn das so ist. Dann geben wir ihm noch einen Spion. Holen wir uns noch zwei Karten. Und wir machen die beiden hier kaputt. Und jetzt brauche ich nur noch eine Fünferkarte und wir haben es. Dann nehme ich die Sechser hier am besten. Und wir haben die Runde gewonnen. Free Round für uns. So, eine Karte kriege ich. Mit 11 zu 9 gehen wir dann in die nächste Runde. Ja. Schauen wir mal. Cirilia haben wir gekriegt. Cirilla. Das ist gut. Das ist eine 15er stärkste Karte im Spiel. So, was machen wir jetzt? Der hat den Spion da drüben.
Ja, schauen wir mal, was der so hat. Was habe ich hier? Nur die zwei, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit dieser Sechserkarte hier. Ganz neutral. So, jetzt macht einen auf Double. Das ist mir aber wurscht, weil ich habe hier die ist gut. Und wir nehmen diese Achter hier. Wir machen ihm jetzt richtig das Leben schwer. Wir lassen uns nichts gefallen. So, du kleiner Arsch, du willst mir also ans Bein pissen. Gut, dann spielen wir das aus. Das ist zwar sinnlos, aber ich will nur Zeit schinden. Es ärgert mich jetzt aber, dass die Achter hier im Arsch ist. So, den machen wir sowieso kaputt. Ja, das ist alles kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 8 mal 5. 40 Punkte mache ich ihm jetzt platt da drüben. Oh nee, scheiße, ich habe die Zähne hier. Oh, gut, dann nehmen wir die jetzt zurück. Und werden das Ganze nochmal machen. So. Den machen wir schon platt, Leute. Keine Angst, keine Angst. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Sag mal, wie viel hat denn der noch, der Arsch? So. Zack. Tschüss, Zwölfer. Gut, er hat zwar viele Punkte, aber ich werde das hier auch noch verdoppeln und dann schauen wir weiter. So, jetzt kommt der Meister. Hoffentlich hat der nicht dieses Gift hier, weil sonst sind nämlich meine dann auch weg. So, noch ein Vierer. Zack. Und ein Horn. So, du Scheißer, da guckst du, was? Da hat er sich nur drei Karten aufgehoben. Aber dachte er, es ist sicher. Ich habe schon gewonnen eigentlich, aber... Das heißt aber, ne? Wir machen uns jetzt richtig wichtig hier. Holen wir die auch noch. Lass mal dem gleich zeigen, wie man Haus hoch gewinnt. Und Cirilla will auch noch mitspielen. Jawohl, 93 zu 58. So schaut's aus, du Pissnelke. So, und jetzt können wir verhandeln. Nachdem ich ihn abgezockt habe. Hallo, willst du was? Grüß dich. Jo, zeig mir deine Ware. So, was haben wir denn da Feines? Das sind diese schwarzen Beutel. Was ist das da? Zusatzinformationen. Muss ich jetzt nicht haben, aber wir können ihnen unsere geben. Ich schau mal hier, ob irgendwas noch ein bisschen wert ist. Gut, der hat viel Geld, den kann man das alles andrehen. Das hier genauso, das. Mal schauen, ob irgendwas wertvoll ist. Ja, die Hose muss ich jetzt auch nicht haben. Da. Das geben wir ihm alles. Den Sattel brauchen wir auch nicht. Was haben wir dann noch Feines? Den Rest können wir behalten. Ein paar Reparatursets kann ich ihm nur geben. Wir haben ja wirklich genug von dem. So, was kann ich ihm noch andrehen? Mal gucken, die ganzen Bücher da, jawohl. So, die braucht man nämlich mit Sicherheit nicht. Pechdraht, brauchen wir auch nicht so viel. Da reicht's, wenn wir ein paar haben. Was ist das da? Monsterblut haben wir irrsinnig viel. Was ist das da? Gut, das behalten wir mal. Da ist nur ein bisschen Schrott. Die Muschel hier können wir mal aufmachen. Kommt sicher was Gutes raus, nämlich eine schöne Perle. So, der hat nur mehr 3. Das ist 4 wert, okay. Jetzt mal ein bisschen Müll hier loswerden. Jo, Müll losgeworden. Schöner Handel. Dankeschön. Leb wohl. Ich finde nur geil, dass die nur für den Hurensohn arbeiten. Obwohl... der schon tot ist, ne? Das müssten die doch wissen langsam. Das ist richtig, da hast du recht, Junge. So, gleich sind wir da, dann sprechen wir mal eine Runde mit Rittersporn. So, wo ist er denn? Da draußen oder was? Bin ich hier falsch? Der ist da oben oder wo? Nee, da. Der muss ober uns sein. Das heißt im ersten Stock. Das sieht so komisch aus. So, rauf da. Da ist er im nächsten Raum. Hallo, Riddelspohn. Besser. Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja. Auf Hexerart.
Danke, Geralt. Er hat gekriegt, was er verdient hat. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Bruckilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Rittersporn. Auf der Bühne und auch sonst. So, und tschüss, dann sind wir mal. Haben wir geschafft. Jetzt schauen wir nur wegen der Punkte hier, bevor ich hier mich um ein weiteres Quest kümmere. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Okay, halt's mal, du. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.